Die ersten Bundesländer haben bereits mit den angekündigten Covid-19-Massentests begonnen. In der Gemeinde Laxenburg werden die Corona-Schnelltests am 12. und 13. Dezember stattfinden. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr wird es eine Teststation im Gemeindesaal des Rathauses geben. Zwei weitere Teststationen sind in der Aula der Volksschule aufgebaut. Es wäre sehr hilfreich, wenn man sich schon vorab online anmeldet auf www.testung.at. Man kann sich auch vor Ort anmelden, aber es erspart einfach einiges an Zeit, wenn man online angemeldet ist, den Ausdruck dieser Anmeldung mitbringt, gemeinsam mit der E-Card und einem Lichtbildausweis. Dann sind Sie bei uns herzlich zur Testung willkommen. Aber auch ohne Anmeldung wird es selbstverständlich möglich sein, sich testen zu lassen. Es hat jeder Haushalt einen Brief von uns bekommen, wo genau drinnen steht, anhand der Adresse, zu welcher Teststation er kommen soll und in welchem Zeitfenster. Wir haben hier Zeitfenster von einer Stunde und in dieser Zeit sollte man bestmöglich kommen, damit vermeiden wir eben Staus. Sollte sich eine Person oder sollte eine Person genau zu dieser Zeit keine Möglichkeit haben zu kommen, dann kann er gerne zu einem anderen Zeitpunkt in diese vorgegebene Teststraße kommen, muss hier auch nicht bei uns auf der Gemeinde Rückmeldung geben, dass es zu einer Verschiebung kommt, das ist egal, jederzeit ist man dann bei uns willkommen. Es hilft uns einfach nur, wenn man ein bisschen sich, wenn die Leute sich dann einhalten, das System. Und es hilft natürlich auch dabei, die Wartezeit jedes Einzelnen so kurz wie möglich zu halten. Der Corona-Schnelltest ist kostenlos und freiwillig. Dennoch bitten sowohl der Bürgermeister als auch der Arzt der Gemeinde, daran teilzunehmen. Also die Testungen werden jetzt durchgeführt, um Leute ohne Symptomatik sozusagen herauszufinden. Leute, die keine Beschwerden haben und deswegen auch nicht zum Arzt gehen, trotzdem allerdings natürlich ansteckend sind. Und mit diesen Massentestungen können wir sozusagen solche Leute herausfinden. Also es ist im Endeffekt ein Rachen- und Nasenabstrich, beziehungsweise das eine oder das andere, je nach Arzt und Untersucher und Möglichkeiten. Es ist nicht schmerzhaft und an sich eine Sache, eine Prozedur von Sekunden, beziehungsweise maximal einer halben Minute für den Patienten. Man braucht also keine Angst vor den Tests zu haben, aber es gilt zu bedenken. Der Test ist eine Momentaufnahme, muss man sagen. Das heißt, er sagt aus, ob in dem, zu diesem Zeitpunkt des Testes, der Patient positiv auf Covid, auf die Erkrankung ist, beziehungsweise sein Antigentest, ob diese vorhanden sind. Auf das Wochenende ist man bestens vorbereitet. Im Augenblick sind die Gemeindemitarbeiter mit den letzten Vorbereitungen für den Aufbau und reibungslosen Ablauf der Massentestung betraut. Wir brauchen irrsinnig viel Personal. Wir haben hier drei Teststraßen. Wir brauchen pro Teststraße drei Helfer im administrativen Bereich und drei Helfer, sozusagen, die bei den Testungen sozusagen im Umfeld aktiv sind. Also man kann sich ausrechnen, wenn wir natürlich nicht durchgehend arbeiten können, was unmöglich ist bei der Schutzausrüstung, dass wir hier uns abwechseln, eine ungemeine Anzahl an Leuten. Und da gilt mein Dank all denjenigen, die sich hier freiwillig gemeldet haben und hier mitmachen. Genauere und weiterführende Informationen bekommen Sie auf der Homepage der Gemeinde Laxenburg unter www.laxenburg.at.